Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elden Ring Video und heute dreht sich alles um zwei wunderschöne neue Waffen, nämlich zum einen eine Eisaxt, die wir uns holen werden und ein Kristallschwert. Beide Waffen könnt ihr einfach so abholen, müsst nichts dafür tun, müsst nicht dafür gelevelt sein, nichts dergleichen, einfach nur hinreiten und einsacken. Wo und wie, zeige ich euch hier in diesem Video. So, los geht unsere Reise hier an der Hütte am Sturmhügel, das heißt, das könnt ihr schon ziemlich am Anfang machen. Hier ist euer Anfangsgebiet. Ihr müsst einfach nur durch das Tor, durch das Sturmtor und dann zur Hütte am Sturmhügel. Und von dort aus geht es dann weiter. Und zwar werden wir uns hier am Schloss vorbei bewegen. Für einige, die den Weg vielleicht noch nicht kennen, also ihr könnt nicht nur durch das Schloss hier durch, sondern ihr könnt vor allem auch am Schloss vorbei und das schon, bevor ihr das Schloss überhaupt geklärt habt. Und deswegen reiten wir das jetzt mal zusammen ab und dann geht es hier noch weiter. Ich zeige euch den gesamten Weg, wie wir hinkommen, also let's do it. Wie gesagt, hier würde es jetzt dann gleich links zum Schloss gehen, aber da wollen wir ja nicht hin, deswegen reiten wir ganz normal einfach geradeaus unter dem Torbogen durch. Hier führt ein Weg entlang und dieser Weg ist eigentlich eine wunderschöne Route. Das erste Mal, als ich das gelaufen bin, dachte ich mir so, wow, wirklich? Also, zum einen kommen wir hier an diese Brücke erstmal. Und ihr könnt natürlich auf dem Weg auch einen Haufen noch entdecken. Wenn ihr euch da mehr Zeit lassen wollt, macht das ruhig. Ihr könnt alles ansprechen, alles auschecken und alles mitnehmen, was es so auf dem Weg gibt. Aber uns interessiert der Weg dorthin. Und zwar müssen wir hier runter und dann hier runter. Hier vorne habt ihr noch einen Käfer, der so eine Mistkugel vor sich her schiebt. Da kriegt ihr dann noch eine Kriegsasche, also für eure Waffe, eine schöne Affinität, die ihr euch rausholen könnt aus der Kugel. Und dann geht es hier weiter, wie ich gerade gezeigt habe, an der Klippe entlang neben dem Schloss. Richtig cool, wenn hier das Wetter schön ist, ist es total faszinierend. So wirkt das Ganze ein bisschen bedrohlicher, passt auch gut zum Setting, finde ich, aber ja, total genial finde ich, dass man hier einfach am Schloss vorbeireiten kann. So, ein paar Wölfe treffen wir auch noch unterwegs. Da müsste dann gleich noch ein Rudel kommen, aber einfach dran vorbei. Hier haben wir Rudel Nummer 2 und dann sind wir aber auch schon fast da. Wunderbar. Hier sind wir durch und da vorne habt ihr eure Gnade. Die solltet ihr natürlich immer schön mitnehmen und herzlich willkommen in Leonia, falls ihr hier noch nicht wart. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier am Schnellreisepunkt mal kurz rasten kann. Bis zum nächsten Morgen. Vielleicht haben wir ja schönes Wetter. Ich glaube zwar nicht, dass sich das Wetter ändert. Wahrscheinlich nur die Tageszeit, aber nö. Wetter bleibt. Sehr, sehr schade. Wenn ihr hier vorbeikommt, riskiert mal hier einen Blick runter. Das ist, glaube ich, mit das Eindrucksvollste, was ihr so gesehen habt. Ihr könnt es hier schon erahnen. Aber ja, sehr, sehr cool. Weiter geht's auf jeden Fall. Ihr habt hier links noch eine Kirche, die ihr mitnehmen könnt. Rechts einen Friedhof mit interessanten Items. Geradeaus auch noch einen Friedhof mit interessanten Items. Aber das ist jetzt nichts für uns. Wir gehen einfach weiter den Weg nach. Und zwar hier schön runter. Und einfach durchreiten. Da vorne kommt jetzt gleich ein Soldatencamp. Da reiten wir auch einfach durch. Oder dran vorbei, wie ihr wollt. Wie ihr euch sicherer oder besser fühlt. Ihr könnt aber in der Regel einfach durchrennen. So, dann haben wir das. Dann sind wir hier durch. Perfekt. Hier haben wir den nächsten Schnellreisepunkt. Den nehmt ihr natürlich auch noch mit. Wunderbar. Und von hier aus, hier befinden wir uns jetzt am Seeufer von Leonia. Dann müssen wir hier links rüber in das Dorf der Albinaurix. Also, einfach hier entlang. Immer schön an der Wand halten. Einfach hier durch. Und weiter und weiter und weiter. Das geht eine ganze Weile so, aber wir reiten einfach durch. Wie gesagt, auch hier habt ihr einen Haufen zu entdecken. Lasst euch von dem Glockenläuten allerdings nicht irritieren bzw. einlullen. Das sind diesmal keine Käfer, sondern das sind sozusagen Sirenen, die euch versuchen zu locken. Genau, jetzt habt ihr sie gerade gesehen. Die, ja, haben ein bisschen Magie für euch parat, ne? Deswegen einfach hier weiter durch.
immer schön an der Wand halten. Und dann kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen. Nämlich hier linke Hand zu einem weiteren Camp. Aber da reiten wir auch noch dran vorbei. Denn wir wollen hier zur großen Steinformation. Und da einfach unten durch. Jetzt wird es dann auch gleich ein bisschen spooky. Aber für mich ist das eins der besten Gebiete im ganzen Spiel. Also dieses ganze, zumindest von denen, die ich bisher gesehen habe. Ich habe ja noch nicht mal alles gesehen. Aber von den Startgebieten finde ich definitiv mit das Schönste. So, und wir wollen jetzt zu den Albinaurix. Also, hier haben wir nochmal einen Käfer, den könnt ihr natürlich auch mitnehmen, ne? Hat immer was Schönes parat. Zauber oder Kriegsasche. Und hier wollen wir hin. Zu den Galgenmännchen hier. Und da geht es den Berg hoch. Also ab nach oben. Lasst euch von den Kriechenden hier nicht einschüchtern. Einfach weiter und durch. Oben im Dorf haben wir dann auch nochmal eine Gnade, die ihr aktivieren könnt. Die ist dann nämlich hier. Die nehmt ihr auch noch mit. Und dann geht es hier geradeaus rüber über die Brücke. Vorsicht, drüben sitzt auch noch einer. Der wird euch gleich mit Magie beschießen. Den weichen wir ein bisschen aus. Und dann geht es hier runter. Und hier habt ihr dann das Kristallschwert. Wunderbar. Wir sacken es gleich mal ein und dann hauen wir mal kurz ab, damit wir nicht noch weiter beschossen werden. Wunderbar, nachdem wir jetzt wieder zurück im Dorf sind und unsere Ruhe haben, zeige ich euch gleich mal die neue Waffe. Hier haben wir das schicke Schwert, das ist das Kristallschwert. Und das ist ein in mächtige Magie gehülltes Schwert aus reinem Kristall. Kein Mensch könnte als solch eine Waffe fertigen. Angriffskraft skaliert mit Weisheit, also sehr interessant für Magier. Die rätselhaften Kristallianer verfolgen ein klares Ziel. Sie beschützen ihre Kristalle bis in den Tod. Manche vermuten, sie warten auf die Rückkehr ihres Schöpfers, damit er neue Gefährten formt. Das Talent ist Wirbelhieb, ein Lieblingstalent geschickter Krieger. Wirbelt herum und schlitzt dabei Gegner auf. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Also sehr interessant, wie gesagt, gerade für die Magier unter euch. Und das sieht dann so aus. Also auf jeden Fall ganz schick für Ome, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir reiten hier jetzt wieder direkt runter, den Berg runter im Dorf und halten uns dann links. Also einfach hier runter und weiter durch den Sumpf. Einfach mir nachreiten, hier durch den Kristallwald durch. Und zwar direkt links vom Schloss, da müssen wir hin, also einfach ein bisschen weiter links halten. Wie gesagt, auch hier gibt es wahnsinnig viel zu entdecken und zu erforschen. Also nehmt euch die Zeit, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht direkt One-Shot. Aber für das Video reiten wir jetzt natürlich einfach nur durch. Und zwar hier zu diesem Dorf. Jetzt sind wir im Tempelviertel. Und hier im Tempelviertel seht ihr schon, habt ihr genau hier. Also hier auf der Map. Direkt vor uns eine Kiste. Ich habe die bereits gelootet. Ich zeige euch aber, was da Schickes drin war. Nämlich dieses Schätzchen hier. Das eisige Beil. Also auch eine sehr, sehr interessante Waffe. Sehr cool, finde ich, mit diesen Eiszacken. Richtig schöne Waffe. Also auf jeden Fall interessant für Leute, die eine Kombination aus Nahkampf und Magie anstreben. Ich zeige euch natürlich die ganze Sache auch noch in Aktion. Mal nicht wieder, sondern wieder. Das sind die einhändigen Angriffe. Und dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal im zweihändigen Betrieb an. Und dann die Fähigkeit auch noch. Und die ist halt richtig cool. Können wir auch gleich mal hier vorne schauen. Die macht nämlich ein bisschen Damage.
Also damit könnt ihr euch wunderbar die Gegner vom Leib halten. Zumindest sofern ihr Mana habt. So, und den nehmen wir auch noch mit. Die Blutflammenklinge. Das klingt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, den findet ihr hier auch gleich noch. Kann man sich, denke ich mal, direkt anschauen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ah, das ist eine Anrufung, alles klar. Okay, also dazu müsst ihr praktisch Kleriker sein. Genau, aber das waren sie, die zwei Waffen, die ihr hier einfach so direkt abholen könnt, ohne dass ihr großartig was dafür tun müsst. Ihr habt gesehen, kämpfen müsst ihr eigentlich überhaupt nicht. Vorne im Dorf vielleicht ein, zweimal ausweichen, aber das war es auch schon. Alles Weitere ist wirklich ein Kinderspiel hier. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Waffen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schaut euch gerne auch noch meine anderen Guides an zu diversen Waffen und Rüstungen, die ich bereits gepostet habe. Findet ihr natürlich hier bei mir auf dem Kanal. Ich verlinke euch auch unten meine Playlist in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert und wenn ihr noch andere Sachen zum Sammeln in Elden Ring sucht. Würde mich freuen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet, das hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Content rund um Elden Ring, dann bleibt doch auch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Von meiner Seite aus war es das aber für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.